Ja, hier ist hier oben so ein Lüftungsschacht. Das sieht doch wirklich sneaker aus, wenn du mal die Bügel erstmal anguckst hier. Wenn hier so. Ach, hier oben? Ach, wie geil. Ja, kannst du das so richtig schön aussehen. Man siehst du dann auch mal die Leiter von außen und du hast gleich so einen Fixpunkt. Das ist schon ganz nett gemacht. Oh, das habe ich weggenommen. Also hier so. So, was hast du gesagt? Kellertür? Kellertür, ja, da gibt es ja auch so eine geile Kellertür. Die ist auch sehr, sehr nice. Ich baue mal eine. Aber die haben wir ja schon gesehen, die Kellertür. Die kannst du auch aufwerten. Und die ist halt so optimal eben für Minen oder wenn du halt unterirdisch irgendwie was baust, grundsätzlich. Das ist schon sehr nice. Echt nice, ja. Obwohl das letzte Mal Holz, ich glaube, ich hatte eine aus Metall gebaut. Ach, und die kannst du auch abschließen mit dem Code? Naja. Wie eine normale Tür halt. Cool. Und du kannst jetzt auch die Rolltore und sowas kannst du auch alles aufwerten. Echt? Geil. Ja, das ist schon wirklich cool. Also die haben da schon wirklich einiges gemacht. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Also da kannst du echt... Was die noch alles machen wollen. Ja, also da kannst du echt einige Tage, Monate, Jahre dran verbringen, wenn du da mal wirklich irgendwas... Weil der ein oder andere... Hat ja, glaube ich, auch, wo waren das? Irgendjemand hat ja auch, glaube ich, hier irgendwie einen Freizeitpark gebaut oder sowas in 7 Days oder sonstiges. Es gibt endlich auch verschiedene Rolltourgrößen. Ah, okay. Okay. Ist auch sehr nice. Es gibt auch, die haben auch zum Beispiel die Brücke haben sie auch kleiner gemacht. Das ist jetzt nicht mehr so ein fettes, großes Ungetüm, sondern die ist jetzt ein bisschen kleiner. Ja. Und die ist jetzt auch symmetrisch. Oh, sehr gut, endlich. Oh, das hat mich immer so genervt. Die ist wirklich sehr, sehr geil. Die ist zwar nur gerade knapp größer als so ein 4x4-Truck. Aber wie hießen die? Ach, da hier ist sie. Ja, genau. Versteckte Zugbrücke. Genau, und wie gesagt, die ist ein bisschen kleiner und symmetrisch. Und geil. Ach, ja. Das größte ist 7x4 Rolltourgröße. Rolltour. Rolltour. Haben wir das hier? Nennst du übliche Rollos? Achso, nee. Hier gibt es doch auch Rolltreppen. Na gut, Rolltreppen, das wird wahrscheinlich tatsächlich nur für Rolltreppen? Oh, das Verbindungsstück. Rolltreppen. Oh ja, die sieht wesentlich besser aus. Die ist klein. Ja gut, kommst du dann mit dem 4x4 noch durch? Ja, mit dem 4x4 kommst du durch. Habe ich ausgetestet. Okay. Mist, die kann ich mal wegbauen, ne? Boah, boah, boah. Okay, da kannst du nicht so wirklich bei hier. Da, 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 da. Wenn die eine Funktion haben, raste ich aus. Nee, leider nicht. Die Rolltreppen haben leider keine Funktion. Obwohl, ich weiß nicht, vielleicht kann man das nachher unter Strom setzen. Aber ich glaube nicht. Krass. Ach so. Ich denke mir gerade, irgendwas stimmt hier nicht. So, gucken, wo sind denn die scheiß Rolltore? Tore, ich suche einfach mal unter Tore. Open the gate. Nee, was ist das? Open the gate. Open the gate. Aber die Drohne ist ja geil. Drohne ist cool, ja. Aber die Drohne macht tatsächlich auch ein bisschen Sinn, weil da kannst du... Auch, du kannst dann Licht mit reinbauen als Mod, du kannst da Dings reinbauen, dass sich das Ding, dass sich die Drohne heilt, kannst du mit reinbauen. Okay. Du kannst mit reinbauen, dass du da halt ein Lager drin hast. Also das ist schon ganz nett. Und die quatscht auch mit dir. Echt? Hm? Dann bau mal hin so ein Ding. Wollte ich gerade sagen, komm, ich baue mal so einen. Kannst du mal einen fliegen lassen, ne? So, Muffy, wie heißt denn Rolltore? Rolltor, Fenster, Tür und Fenster. Unsere Requisiten vielleicht? Oh, es gibt auch Poster, wie geil. Startup Secret Activated. Darf ich dein Inventar sehen? Ernsthaft? Darf ich dein Inventar sehen? It is a pleasure to hier bleiben, klar, vergiss Baby, es. Du hast alles, was du möchtest. Guck mal, hier gibt es sogar Poster. Guck mal hier, Mama's Justice. Guck mal, oh, ist das geil. Jawohl. Mama's Justice. Gibt es noch andere? Mal ganz kurz mal gucken.
Gut, für diverse Poster. Obwohl, das sind alles Sachen, die du wahrscheinlich leider nicht craften kannst. Das sind tatsächlich alles Creative-Sachen. Das? Kommt hier mal einer, dann kannst du mal ballern hier. Komm, Drohne, zeig mal, was du kannst. Ich weiß nicht, ob die ballern kann. Bestimmt, oder? Was haben die sonst? Ich glaube nicht. Aber ich kann nicht ballern. Achso, ist einfach nur ein Inventartyp oder was? So ein Inventar- und Heilungstyp. Ready for duty. Hm? Also ich glaube nicht, dass sie selber ballern kann, also noch nicht. Vergiss es. Ja, die Busse sind ja mal geil. Guck mal, Lone Wolf. Guck mal, Lone Wolf gibt's ja auch. Na, man. Echt? Ach ja, hier. Also Lone Wolf. Was haben wir hier? Sexual Tension. Gut, das sind so alles. Das finde ich mit Umlängen am besten. Some guy running. Ah ja, muss noch rein. Die Blades Geschütztürme, das sieht alles noch gleich aus. Rolltore hattest du schon. Rolltore hatte ich schon? Rolltore? Weiße Rolltür, 7x4, alles klar. Weiße Rolltür? Ja, die kannst du sogar farblich absetzen, oder? Echt? 5x4 Rolltore gibt das, 3x3 Rolltore gibt das. Und dann kannst du verschiedene Materialien. Ah, okay. Ja, das ist mega gut. Oh. Alter, wie viel kannst denn du hier? Das ist ja der Wahnsinn. Guck dir das mal an. Das ist ja abartig. Ja, 3x3 ist aber auch schon heftig. Es gibt ja alles und dann in 3 Millionen verschiedenen Farben und. Ich dann hier nochmal. Krasse Nummer. Guck mal, die Sessel gibt es auch in anderen Farben jetzt. Mittlerweile. Guck mal hier, meins. Ich hab noch hier mal so was. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Ja, du sollst es angucken. Ich wollte schon sagen, was ist das? Das ist deine Hände, die, aber das ist die Drohne. Ich war total verwirrt gerade. Was ist da denn? Öffnen, Code eingeben, abschließen. Oh. Was machst du denn da? Oh, das wackelt sogar so ein bisschen. Was machst du denn mit... Oh, sag mal. Ja, schön. Und jetzt? Was denn? Warte mal, Spawn Behemoth. Warte, Sekunde. Warum geht das nicht? Kann ich damit auch irgendwas machen? Ja gut, ich könnte ihn jetzt, wenn er nicht abgeschlossen ist, könnte ich Ding mit ihm tun. Was? Was? Warum steh ich hier in einem Bus? Ah! Was ist hier mit diesen Bussen passiert? Na, einmal lässt er den Morbus mal los, weißt du? Ein Hoch auf unseren Bus-Spawner, ja. What? Ja, danke. Wo bin ich jetzt? Nicht denn nun hin. Was hast du denn gemacht? Alter, was hast du in die Luft gejagt? Oh, das war nur das Holz. Ich wollte schon. Dynamit, TNT oder was war das? Nee, ich habe auf den Bus geschossen. Achso, weil die mehreren. Weil ich sag schon, warum denn. Eine Atombombe gezündet? Krasse, ey. Huch. Ich bin noch nicht mehr verreckt. Bin da mal raus, für heute viel Spaß noch und bis in die Tage. Du, noch Rundfrost, ich wünsche dir was. Schlaf gut, viel Spaß morgen auf der Arbeit. Und bis spätestens Samstag. Satisfactory. Satisfactory. So. Was ist denn hier? Was gibt's denn Bonbon, noch schon? Oh, die Minen sehen anders aus, ne? Hast du schon gesehen? Hab ich, was sieht anders aus? Druckplatten, Minen. Kochtopfminen, die sehen anders aus. Achso, ja, ja, die hatte ich gesehen. Aber Druckplattenminen, die sind ja geil. Dafür gibt es aber leider keine neuen Fallen. Das hätte ich mir dann auch nochmal gewünscht. Ja, stimmt. Aber da gab es leider nichts. Oh Gott, bin ich jetzt erschrocken. Was kommt da angeflogen? Ladenfenster.
Was? Ladenfensterrahmen, Falle. Achso, gibt's dann doch was? Ladenfensterrahmen. Ja, anscheinend. Okay, krass. Es gibt echt einen Haufen Zeug, ey. So, ich baue mal einen Zombie. Ein Schnechtle. Okay. Kann man auch Zombies spawnen? Nee, ne? Doch. Aber das geht nicht über das Creative. Ja. Dann musst du den DNM-Modus anmachen, dann kannst du Zombies spawnen. Das würde ich jetzt aber nicht jetzt machen, weil du siehst ja eh nichts danach. Nee. Aber kann man auf Tag stellen? Nee, ne? Das müsste auch über das DM. Wenn du DM-Modus anmachst, dann schaltest du einige Sachen frei. Was ist ein DM? Hast du deine Konsole auf F1 und dann gibst du DM ein. DM von Crying. Ja, und jetzt? So, und jetzt gehst du dann über Escape. Ja. Jetzt müsste dir eigentlich auf der rechten Seite anzeigen, so oder was ich Zeit oder was, da kannst du es eigentlich immer einstellen. Nee. Nee. So, ich gehe. Hat er das bei dir bestätigt, stand DM Mode on oder sowas? Deny Command DM from Client Morbus LP. Hast du. Ah, ja. Cheat-Modus? Nee, warte mal, Cheat-Modus ist ja an, aber hast du Easy-Anti-Cheat an? Glaub nicht. Nee, hab ich nicht an. Ich werde das auch nicht auslösen können. Deny-Command, DM from Client. Nee, hast du, es kann vielleicht sein, dass es nicht geht, weil wir jetzt eben halt... Weil du's, ah, nee, das ist ja ist der Server. Time, Server, FPS, das. Nee, das sagt mir alles. Hä? Sicher, dass es DM heißt? Ja, definitiv. Ich ja gestern auch probiert. Ja. Weil FPS zeigte mir an, Max, Chunks, Items. Hm. Was jetzt, was, ja, ich weiß es ja nicht, was bei dir jetzt ist. Also rechts hast du normalerweise immer so einen Schieberegler, kannst du eingeben, du kannst die Zeit direkt eingeben. Du kannst ja diverse Sachen anklicken, über das Escape-Menü. Ja. Nee, DM, ich habe ja nichts davor geschrieben. Nein, du musst nur DM. Bin dann auch DM mal weg für heute. Gute Nacht und schönen Abend noch. Bailey, ich wünsche dir auch eine schöne Nacht. Schlaf gut. Und bis Samstag. Ciao, ciao. Ja, ja, habe ich eingegeben. Der macht automatisch den Haken davor. Ja, aber gut, jetzt wenn er es bei dir denied hat, bei mir hat er es auch denied angezeigt. Also, ja. Das geht dann leider nicht. Dann geht's nicht. Aber wird ja schon gleich Tag. Wird's nicht, ja, aber Bailey. Das bringt dir ja nichts. Dann haben wir ja trotzdem ja keine neuen Zombies. Also wir können ja trotzdem keine Zombies machen. Achso, ja, nee, DM. Das können wir nicht machen. Ja, schade. Schade, schade. Das geht leider nicht. Schon halt nicht. Aber das ist echt krass, was du alles hast, ne? Das ist schon echt krank. Also da kann dir das Bauherz geht dir auf hier. Ja. Also die nachher so die Mods bauen oder die generell die Maps bauen. Die können richtig loslegen. Die können richtig abgehen, ja. Ja. Krass, ey. Ich meine, das ging auch vorher. Ich meine, das sind ja alles garantiert Sachen, die es auch vorher schon gegeben hat, aber jetzt ist es eben halt einfacher. Jetzt haben wir es halt auch freigeschaltet für uns. Das ist alles das, was die Entwickler vorher schon alles hatten wahrscheinlich. Ja, ja, richtig. Ja. Die haben es uns jetzt bloß zur Verfügung gestellt. Also das meiste, es wird wahrscheinlich nicht alles da sein. Also ja. Dieses Straßenschild, das wird es wahrscheinlich nicht geben. Oder die Poster, das wird es auch nicht geben. Das wird man, denke ich mal, nicht craften können. Glaube ich nicht, ich weiß. Wo hast du die Poster her? Glaube ich auch hier irgendwo per Zufall. Achso. Es gibt hier irgendwie so ein Ding, das ist unter Requisiten Außenbereich und dann gibt es so ein Dings Schilder, unter Menüschilder. Okay. Gelber Sarg. Vielleicht kommen noch ein paar Särge craften. Schön für die Stimmung, oder was? Naja. Befestigte Truhe. Für die Stimmung. Feldfrüchte. Samen, Gelände. Stalagniten und Stalaktiten. Dein Ernst? Na gut, das sind eigentlich alles gleich aus, mehr oder weniger. Zwei Morgana, aber.
Erhöhte Beete gibt es jetzt auch. Was ist das denn? Holzschild gibt das. Dann gibt es normal Beete und Felder. Das ist alt. Dann gibt es erhöhte Beete, Beete und Felder. Beete und Felder, runde Ecke. Block 2. Krass. Ach, so rund. Ja, das ist ja nice. Kann man ja sicherlich, wenn man das jetzt hier so hinbaut. Was ist das hier? Satellitenschüssel klein. Du kannst die Straßenlaternen machen, geil. Boah, geil, du kannst. Die verbinden sich sogar hier. Du kannst dir so richtig schöne Bottiche bauen. Das ist ja auch nett. Wenn man es denn wollen würde. Ah. Das ist schon nett. Ja, gut, dafür habe ich ihn gebaut. Opfer! Geil wäre es gewesen, hätte man da jetzt noch Weihnachtskugeln oder dran hängen. Ja, das stimmt, aber gibt's leider nicht. Gibt leider keinen Weihnachtsbaum. Aber Kaktusse gibt's. Kaktussen? Erhöhte Beete. Ja. Oh, das sieht auch gut aus. Ja. Und die verbinden sich auch. Das finde ich auch, das finde ich eigentlich so mit an den Beeten am geilsten. Cool. Dass die sich mit verbinden. Das sieht dann wirklich richtig nice aus. Na gut, hier nicht so ganz in der Mitte. Ja gut, in der Mitte ist halt noch, aber. So Alter, diese Drohne macht mich fertig, ey. Nehmen sie doch mit. Lass mal die Lichtmod ausprobieren. Lichtmod ist auch ganz nett. You'll need to remove all items from my storage compartment to do that. Gute Beete. Oh, das sieht schon ein bisschen nach was aus, also. So. Goodbye then, for now. Goodbye. Oh. Eskalation. Oh, Lampe zusammengefallen. Da hinten, was machst du da? Bist du das gerade? Ja. Ach, tatsächlich. Ich wundere mich schon, hä, warum fällt denn das Haus jetzt denn zusammen? Weil ich hör dich nicht ballern hier. Ja, ich auch nicht. Das ist ja diese Entwicklerpistole. Ach so. Ich wundere mich schon. Nein. Ich wundere mich schon. Okay. Ja. Oh, nice. Nicer Dicer. Hast du schon alles durchgeguckt? Ich meine, so ganz übersichtlich ist das. Ja, das ist das abartig. Nicht, nee. Aber absolut nicht. Und wie gesagt, was ich schade finde, ist, dass es keine neuen Fallen gibt. Das ist wirklich nur der alte Stuff-Kram. Ja, das stimmt. Finde ich ein bisschen schade. Also ein paar neue Fallen hätte ich mir schon gewünscht. Nimm mal diesen Flammenwerfer, den würde ich ganz geil finden. Flammenwerfer? Ja, es gab doch eine. Gibt doch hier einmal diese Dartfalle, gibt das ja. Und das, genau das gleiche Ding, gibt es ja dann nochmal als Flammenwerfer. Echt? Ja, ja, hatten sie mal vorgestellt vor zig Alphas, wo die Fallen eben gekommen sind. Okay. Wo auch diese Blades gekommen sind, da hatten sie eben halt auch diese Darttrap auch als Flammenwerfer vorgestellt. Aber okay. Der ist irgendwie nie gekommen. Also, schade. Doch, ich glaube, ich habe das gesehen. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Wobei ich es ehrlich gesagt nicht verstehe, weil theoretisch müssten sie eigentlich nur die Darttrap nehmen, einmal kopieren, programmtechnisch, und dann einfach Feuer rauskommen lassen. Die brauchen stimmt, nur ein normales Feuer nehmen. Also stimmt. Hast du recht. Also deswegen verstehe ich ehrlich gesagt nicht so, wo das Problem liegt. Aber gut, vielleicht haben sie auch einfach einen anderen Grund gehabt. Aber die haben ja auch irgendwann einen Behemoth, den haben sie auch irgendwann rausprogrammiert, den gibt es auch gar nicht mehr. Leider Gottes. Ich mir gewünscht. Secure Oil, Secure Door Systems. Okay. Schade, dass es hier nicht noch sowas wie Starterpakete. 1x2 gibt, oder? Das wäre geil gewesen. 1x2, das wäre noch nett. Ja, aber geil sieht es auf jeden wirklich, Fall. Dass ich finde, eine reine Tür machen kann. Ja, aber ich finde schon mal gut, dass er jetzt nicht mehr so nach hinten drauf gerollt, sondern sich oben in den Rollokasten reinrollt. Ja. Das macht optisch auch nochmal auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem eben dieses Wackeln, so diese Kleinigkeiten. Ja. So wie bei den Türen auch, dieses Wackeln der Tür. Das macht es einfach so ein bisschen. Macht es ein bisschen. Oh ja. Ach ja. Stimmt. Ja, und du hast das Problem mit, falls du die aus Versehen falsch gebaut hast, dass sie nicht nach außen oben rausrollt. Hast du ja auch gehabt. Das war ja und richtig bescheuert. Er zeigt dir jetzt hier auch an, genauso glaube ich auch wieder bei der Brücke mit so einem grünen Pfeil, zeigt dir auch in welche Richtung vorne ist. Ah, okay, das ist gut. Das hat er vorher auch nicht gemacht. Das ist wirklich sehr, sehr nett. Ja. Das sind immer nur so Kleinigkeiten, aber das macht das Spiel wirklich gut in dem Fall. Ja, absolut. Da merkst du, dass sich da einer nochmal Gedanken auf jeden Fall gemacht hat. Ja. War echt nice.
echt nice. Der kann man auf jeden Fall. 14.000 hat er. Boah. 14.000 hat das Rolltor. Alter Schwede, hat er ja sogar noch mehr als Beton. Obwohl ich weiß jetzt nicht, ob sie Beton aufgewertet haben, das glaube ich nicht. Das weiß ich Beton? Nicht. Nee, das ist. Questkisten, okay. Ist der irgendwo Betonbau? Ich. Würde mich mal interessiert, wie viel Beton hat, obwohl das kann. Ma! Was denn gerade? Bist du da durchgelaufen? Ja. Ja, ich weiß gar nicht, was so lagen hier Minen? Hast du Minen? Ja, hier liegen Minen. Ach, diese Platten. Diese Plattenminen. Ja. Habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Huch. Was ich fast gar nicht verreckt bin. Zieht nicht viel ab, oder was? Mal so, ich habe ja nur 3 Minen mitgenommen, also. Oder ging denn so? Dann geht's ja. Betonblöcke. Lass mal gucken. Wellblech, Igel. Ne, die Blöcke gibt's ja echt. Du kannst einmal Holz, Stein, Stahl, ne, Eisen, Beton, Stahl, Stoff und Pflasterstein. Okay. Ich würde mal interessieren, wie die halten. So, dann haben wir jetzt mal einen Metallblock, also einen Stahlblock. Ja, die haben 10.000, okay. Das ist schon krass. Das heißt, das Stahl 10.000, das Rolltor hat 14.000. Ja, um echt 10.000, ja. Also da kannst du schon. Motorräder und sucht eine Militärbasis. Kannst schon massiv was machen. Das ist richtig. Da kannst du schon ordentlich was treiben. Hier, ich hab was für dich. Wo ist er denn? Ich stehe hier noch auf der Straße. Oh. Huch. So wird das nix. Ich hab hier was da. Out out hier 5 Milli. Hä? Was denn? Ja, eine komische Mine, aber. Ja, musst du mal anklicken. Was? Und auf Öffnen drücken. Weiß ich, sollte ich das endlich öffnen? Ja. Ernsthaft. Hast du ein Ding? Ernsthaft. Hast du geöffnet? Ja. Ja. Und jetzt? Kommen lauter tolle Sachen raus. Nee? Ich hab jetzt nur einen Stahlvorschlaghammer, habe ich jetzt hier. Mehr nicht? Nee, nun. Gut, ich hätte mir noch Benzin spawnen sollen. Warte. Hol Benzin. Aber da müsste doch eigentlich. Ich wollte doch Mods holen. Mods. Wo waren das jetzt? Ach, hier war das. Optik. Wo ist er? Hier. Gibt's denn hier noch einen Mod? Die nochmal. Dehydrierung schon. Muss ich mir da jetzt mal was reindrücken. Alter. Das ist ein Moped, wollte ich. Ein Truck. Mal gucken, wo die Mods dafür sind. Dann könnte man irgendwie auch zu zweit fahren mit dem Ding. Ja. Okay, da fehlt noch ein bisschen. Ach cool, das hat eine andere Farbe jetzt. Okay, das ist ja, geil. Kannst du die Farben einstellen, beziehungsweise. Das ist geil. Aufbauen. So, und was gibt's da für Mods jetzt? Ja, deswegen suche ich da gerade nach. Finde die nur gerade nicht, weil ich zu doof bin. Warte, die waren. Requisitenhelfer? Nee. Ah, hier sind die. Ah ne, das ist zum Lernen, Quatsch. Das sind nur die Robotik-Drohne-Mods. Na gut, hier gibt es natürlich noch Farben, okay. Aber ich will nicht die Farben. Ach hier, bei den Rädchen, Werkzeug-Waffen-Mods. Und dann ganz unten. Ja, okay, das sind Fahrzeug-Sitzplatz, ja.
Das heißt, es gibt tatsächlich nur die. Obwohl, nee, das ist für Robotik. Die kannst du aber alle ins Moped reinmachen. Ja, aber das ist das, was ich meine. Das ist so schade irgendwie. Das war schön, aber ich hätte mir noch ein bisschen mehr und besser gewünscht. Also, ja. Ich muss sagen, finde ich jetzt nicht so geil. Finde ich zwar an sich grundsätzlich gut, aber. Das hört mich jetzt nicht so an, muss ich sagen. Das hört mir nicht so an. Da passt doch schon gewünscht, nicht dass alles rein. Ein paar geilere Mods gibt. Ja, ein bisschen schade. Stimmt schon. So, Benzin, immer noch Benzin. Benzin. Baupläne? Achso, Baupläne. Benzin. 5 Stacks. Okay, nehmen wir doch die mit. Hast du? Warum ist mir jetzt kalt? Willst du mich verarschen? Also ich finde, mit meinem Rock sehe ich schon ganz schön schick aus als Biker Girl. So. Zack. Das da, das weg. Das. So. Ups. Ah ja. Oh, hat er nicht gemacht. Doch. Ist auch rosa gemacht. Los. Da haben sie auch leicht verändert, also die Reifen zumindest. Oh, bisschen, ja. Okay, gleich wieder alles zusammenfährt. So, kleine Spritztour können wir noch machen.